Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blu-ray-Review von mir. Heute mal wieder Oscar-gekrönt: Million Dollar Baby von und mit Clint Eastwood und Hilary Swank und Morgan Freeman in weiteren Rollen. Ich muss ja sagen, also, ich bin kein Western-Fan, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe jetzt vor kurzem auch mal alle Dirty Harry-Filme gesehen und muss auch sagen, auch die haben mich überhaupt nicht angesprochen. Trotzdem mag ich Clint Eastwood sehr. Vor allen Dingen jetzt diesen alten, reifen Clint Eastwood, sage ich mal. Nee, der Mann ist ja schon irgendwas in den 70ern, ne? Und damit meine ich nicht 1970, sondern sein Alter. Ja, ich weiß nicht. Er hat es irgendwie drauf. Also gerade wenn er als Regisseur in Erscheinung tritt, die Filme in den letzten Jahren. Ich habe jetzt nicht jeden gesehen, den er gemacht hat. Also irgendwie jedes Jahr bringt er ja irgendeinen Film raus, aber die sind alle irgendwie top. Also er kriegt super Darsteller natürlich, er kriegt Preise dafür und ja, also auch die Geschichten selbst. Er schreibt ja da auch immer, glaube ich, am Drehbuch mit oder irgendwie auch die Art, wie er sie verfilmt. Er hat es einfach drauf, ne? Und wenn er denn als Darsteller selbst auch noch in Erscheinung tritt, also zum Beispiel auch Gran Torino, großartig, ne? Gerade dieser alte, nörgelige Mann, so, den nimmt man ihm sofort ab. Das kann er gut. Und nee, aber auch selbst wenn er nicht in Erscheinung tritt, großartig. Und bei dem Film, ja, nicht zu Unrecht, muss ich sagen, also da kann ich jetzt mein Urteil gleich ein bisschen vorwegnehmen, nicht zu Unrecht, seinerzeit 4 Oscars gewonnen, inklusive bester Film. Beste Regie, beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller, das war Morgan Freeman in dem Fall. Ja, also kann ich auch einfach nur sagen, stimmt genau. Es geht um, ja, um zwei Menschen im Grunde. Auf der einen Seite Wiese Maggie, eine nicht mehr ganz so junge Frau, also diese 31. Natürlich jetzt prinzipiell noch jung, aber sie fängt halt einfach an, in einem Boxstall zu boxen. So, eigentlich bearbeitet sie nur den Sandsack und keiner nimmt sie wirklich ernst und will irgendwie da sie trainieren oder irgendwie was mit ihr machen. Aber sie lässt sich davon nicht abbringen, sie geht da immer hin und trainiert. Und auf der anderen Seite ist halt Frank oder Frankie, gespielt von Clint Eastwood. Wie ich schon sagte, halt so dieser alte, nörgelige Boxmanager, dem dieser Boxstall da gehört, der ja eigentlich mit ihr überhaupt nichts zu tun haben will. Erstmal überhaupt schon, das ist diese Frau, dann ist sie natürlich, um jetzt noch mit dem Boxen anzufangen, viel zu alt, nicht? Und absolut, naja, will mit ihr da im Grunde nichts zu tun haben. Der Einzige, der so ein bisschen erkennt, dass es ihr was gibt, da zu sein, ist eben Scrap oder Morgan Freeman in dem Fall. Naja, auch ein ehemaliger Boxer, der jetzt halt auch auf seine alten Tage da hängt und auch als Trainer fungiert und naja, den Boxstall auch sauber hält und einfach da arbeitet. Und ja, aber sie schafft es eben durch ihre Art, weil sie eben dranbleibt, weil sie sich nicht entmutigen lässt von den Worten dieses alten Nörglers. Schafft es doch, ihn zu überzeugen, dass es vielleicht sich lohnt, sie ein bisschen zu unterstützen, sie zu trainieren. Und es dauert auch nicht lange und sie lernt sehr schnell, dann, bis es zu ihren ersten Kämpfen kommt, die sie alle mit Bravour gewinnt. Schon in der ersten Runde knockt sie ihre Gegner immer aus. Also muss ich wirklich sagen, wer jetzt so auf Boxfilme wie Rocky steht, die ich übrigens auch sehr gut finde. Und wer jetzt auf Boxfilme wie Rocky steht, wo dann wirklich so ein Kampf da über die volle Distanz geht, ja, weiß ich nicht, 12 oder 15 Runden, keine Ahnung, wie das jetzt beim Schwergewicht da ist. Sie ist ja nur eine drahtige Frau. Und wirklich, die sich da eine halbe Stunde lang bekloppen und hier, es kommt der Gong, sie geht raus, zack, 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 zwei links, zwei rechts, eine in die Mitte und flopp, nicht die Gegnerin. Ist jetzt natürlich nicht so spannend in dem Moment, aber trotzdem, man freut sich für sie und ja, ruckzuck hat sie natürlich dadurch auch einen gewissen Status, einen gewissen Ruf, steigt dann auch so höher in der Rangliste und ja, irgendwann geht es auch wirklich schon ums große Geld. Also, wo sie auch gegen richtige Boxerinnen kämpfen muss, nicht so
gegen Amateurboxerinnen, wie sie halt am Anfang eine ist, sondern wirklich Profis, die sie aber auch besiegt. Und ja, dann steht auch eines Tages eben der große Titelkampf an. Ja, so, an dieser Stelle möchte ich aber dann erstmal aufhören, darüber zu reden, worum es in dem Film geht. Weil, wir wollen nicht zu viel verraten, nicht? Das ganze Ding ist ein bisschen über 2 Stunden lang, 132 Minuten, wie ich hier lese. Und ich sag mal so, da kommt noch so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde dann noch was. Ja, ist ein Drama, ist halt kein Actionfilm, nicht? Also wie gesagt, man sollte nicht diesen Film mit Rocky vergleichen. Auch, okay, das ist natürlich jetzt wieder falsch gesagt, weil Rocky eigentlich auch ein Drama ist, aber da ja auch der Boxkampf sehr stark im Vordergrund steht, hier ist eigentlich das Boxen eher so nur der Aufhänger zur eigentlichen Geschichte, die sich, wie gesagt, mehr so in der letzten halben Stunde so abspielt. Das ist eigentlich witzig, das, wie ich finde, so der Film eigentlich sehr lange aufbaut, worauf er eigentlich hinaus will. Aber das macht er sehr geschickt und ich, der diesen Dreh nicht wusste, ja, war dann auch nicht enttäuscht und fand es eigentlich gut, weil man wirklich eben diese Menschen so kennenlernt. Ne, Eastwood legt da sehr großen Wert drauf, so diese Charakterzeichnungen, dass da auch so Szenen drin sind in absoluter Ruhe, wo sich einfach so zwei Leute unterhalten. Morgan Freeman kann das ja hervorragend. Ich muss auch immer wieder sagen, seine deutsche Synchronstimme absolut top. So wirklich so ein Mann, wo auch ich da sitze, den könnte ich stundenlang zuhören. Nicht? Also so, der hat so diese schöne, diese ruhige Art, so wirklich so unglaublich gut. Finde ich toll. Und ja, es ist einfach nicht sehr getragen. So klar, dann zwischendurch hast du ein bisschen Boxkämpfe. Auch sehr schön, so die Kamera im Ring, ne, dass man so wirklich so mitgeht. Und ja, es ist schon sehr schön gemacht. Aber wie gesagt, es ist ein Drama, nicht? Also es geht um menschliche Sachen hierbei und nicht darum jetzt, dass jemand erfolgreich wird und ein Riesenstar, und darum geht es eigentlich gar nicht, nicht? Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich diesen Film anguckt. Ja, sehr schön auch, wie ich gerade sehe, dass der Ton hier in 7:1 vorliegt. Ja, und mal abgesehen von den paar Szenen, die bei irgendwelchen Boxkämpfen sind, wo man so mal drumherum so das Zuschauergebrüll hat, könnte man den Film auch im Mono genießen, weil das wirklich echt nur, es ist nur, ich möchte nicht abwertend sagen, aber es ist im Grunde nur Gelaber, also es wird nur geredet. Und es geht halt, wie gesagt, nur darum. Und deswegen, den könnte man sich auch im Mono angucken. Also da braucht man eigentlich nicht wirklich jetzt eine Surround-Anlage. Ne? Das würde auch ganz normal über den Fernseher, würde das völlig ausreichen, meiner Meinung nach. Aber gut, heutzutage, die Filme werden so abgemischt. Und von daher ist halt nur witzig, dass das hier so sogar 7:1, also wirklich perfektes Drumherum. Ja, Bild, ja, ist okay. Also einer Blu-ray in meinen Augen würdig. Nicht, kann man eigentlich nichts falsch machen. Wobei der wahrscheinlich auch dann auf, also da sind jetzt nicht so diese großen Details, auf die man achten müsste oder so. Geht wahrscheinlich auch auf DVD, aber da ich ja nur noch Blu-ray kaufe, ist das, was das angeht, egal. Es ist zumindest nicht schlecht, das Bild, sagen wir es mal so. Ja, es gibt noch ein paar Bonusmaterialien, so ein paar ältere, naja, so PR-Sachen auch, so ein kleines amerikanisches TV-Special über Clint Eastwood, was offensichtlich auch im deutschen TV gelaufen sein muss, weil es deutschen Ton hat. Man hört so dieses klassische Voice-Over, nicht? Sehr schön Robert Wagner, der großartige Robert Wagner präsentiert sozusagen so Clint Eastwood so ein bisschen seine Geschichte vom kleinen unbekannten Nebendarsteller über den Westernhelden und so weiter, und man hat halt so einen deutschen Voice-Over. Wenn ich mich nicht verhört habe, ist das sogar Robert Wagners, wenn er dann sowas hatte, Standard-Synchronstimme, die das Voice-Over macht. Fand ich sehr nett. Also ich meine, es ist seine Stimme aus Hart, aber herzlich, woher ihn sicherlich die meisten erkennen, die ihn kennen, nicht? Ja, also das ist mal wieder ein ganz toller Film gewesen. Ich war sehr gefesselt. Und wie gesagt, Clint Eastwood, er hat es einfach drauf. Ja, also ich kann es nicht anders sagen. Der Mann hat es einfach drauf. Egal wie er macht es richtig. Nicht? Sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur. Großartig. Ne? Je älter er wird, desto besser wird er. Der Mann ist wirklich wie eine Flasche Wein. Er reift.
auch wenn er, wie gesagt, er spielt ja immer so diesen nörgeligen, alten, verbitterten Charakter. So. Eigentlich wird er ja mehr zu Essig, wenn man so will, aber er hat es wirklich drauf. Nicht? Ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht? Sollte man sich mal unbedingt angesehen haben. So, schön. Ja, das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. In ein paar Tagen jetzt weiter. Und bis dahin bleibt mir immer noch zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.